I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without you. Festival de la Luz, das Lichterfest oder der Weihnachtsmarkt ist heute im Dorf. Deswegen haben wir uns alle rausgeputzt. Schönes Kleid. Das erste Mal. Das erste Mal hier richtig rausgeputzt. Und das schauen wir uns jetzt an und danach gehen wir lecker Pizza essen. Tipp 9 ist auf. Wirklich hervorragend. Wir sind so begeistert, dass es die jetzt hier gibt im Dorf. Leckere vegane Pizza. Und was isst du? Mangosalat mit ganz vielen Gewürzen. Ich mache mich jetzt mit dem Simon auf den Weg Richtung Tamarindo, weil wir gehen jetzt eine Golfwoche machen. Wir gehen ein bisschen golfen, die Mädels kommen dann wahrscheinlich später noch nach. Und ja, das wird lustig. Halbe Strecke geschafft, leider wieder ein Platten. Aber zum Glück, 300 Meter da vorne soll ein Mechaniker sein. Wir laufen jetzt mal dorthin und werden wahrscheinlich gleich die Felge ersetzen, weil dann sollte das dann auch langfristig wieder funktionieren, oder? Oder wieder! Also wir waren jetzt bei der Werkstatt, aber aus irgendeinem Grund können die das irgendwie nicht machen. Deshalb machen wir das selber. Wir hatten das Glück, dass wir direkt vorne dran einen Platten hatten. Der hat einen super Stapler oder einen Wagenheber. Und jetzt können wir das Rad selber wegnehmen, gehen mit dem Taxi nach Santa Cruz und kaufen uns eine scheiß neue Felge. Esto se lo reparan, sí. No, sí, se lo reparan.
Und tatsächlich, die erste Felge, die wir gefunden hat, passt. Super. So, finally. Wir haben es geschafft. Endlich. Endlich. Wir sind auf dem Golfplatz und gehen jetzt mal eine Runde spielen. Heute ist Tag 2, Golfen angesagt, und ich werde mein erstes 18-Loch spielen. Also ich persönlich musste echt wieder üben. Und jetzt bin ich gespannt, wie das heute wird. Ja, der Lilo hat schon seinen Ball ins Nirvana geschossen. Dahinter. Den Ball? Ich warte jetzt auf ihn. Aber es ist. Golfplätze haben irgendwas Magisches. Es ist sehr schön, ruhig natürlich. Macht echt Spaß. Unser erstes Par 3 übers Wasser. Der war doch ganz anständig. Sehr gut, Ananta. Milo hat es ein bisschen mit den Bäumen. Das erste Spiel ist vorbei. Ich bin fix und fertig. Es ist extrem heiß, anstrengend. Meine Schultern fallen ab. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir müssen noch einiges lernen. Aber wir lernen ja aus Fehlern am besten. Jetzt gehen wir mal hier noch an den Strand und dann schauen wir, wie es weitergeht. Ich habe das Gefühl, heute ist ein guter Tag. Also wir haben gerade von da hinten gespielt. Hierhin getroffen. Mit dem Driver. Mit dem Driver. Ananta ist 2 Meter weit. Das ist Milo. Das ist meiner. Wie weit sind wir? 265 Meter. Aber das Ambiente ist wirklich einmalig. Tag Nummer 3. Neuer Golfplatz. Hacienda Pinila. Gehen wir den mal auschecken. Ich kann euch einfach nur sagen, ich bin fix und fertig. Meine Unterarme sind hart wie Stein. Aber wir machen weiter.
weil Üben macht den Meister. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Golfplatz an. 127 zur Fahne. Dezember. Wir haben gerade das Auto vollgepackt und fahren jetzt Richtung Tamarindo. Ich freue mich mega, morgen auf den Golfplatz zu gehen nach so langer Zeit und heute Abend lecker mit den anderen zu essen. Und der Tarzan scheint auch mitzuwollen. Matambu. Genau. Heute ist Weihnachten und hier gibt es unser Weihnachtsessen. Merry Christmas! Steffi und Milo sind verantwortlich fürs Essen. Ich und die Shanti für das Ambiente. Kerzchen, Tannenbäumchen, süßes Besteck, Alkohol. Und der Milo ist am Grillen. Ich denke, wo ist es? Unser super leckeres Weihnachtsmenü. Vorspeise sind vegane Zucchini-Frischkäseröllchen, also mit einer Walnussfüllung übrigens. Vegane Hackbällchen, selbstgemacht, Grillgemüse und Maiskolben von Milo. Super leckere vegane Bratensauce und Süßkartoffeln. Merry Christmas! Cheers! Wir sind ganz früh aufgestanden und jetzt am Golf Resort. Shantis erster Tag auf dem Golfplatz. Schneller Einstieg. Mein zweiter. Nach der Platzreise. Das wird cool. Dezember und wir haben zu uns eingeladen, Nachbarschafts-, Weihnachts-, Neujahrstreffen. Wir erwarten ungefähr 23 Leute und freuen uns jetzt hier ein bisschen zu feiern. Und sogar die Mami hat sich schön angezogen. Sag nochmal. Ist die Party schon in Schwung? Jetzt, wenn du da bist, auf jeden Fall. Wir sind unser Silvesteressen am Vorbereiten. Die Sonne geht gleich unter.
Der letzte Tag vom Jahr. Wir haben gerade Holz gesucht, um unser Käse von die über eine Kerze zu stellen. Und Luna hat uns geholfen, ne? Hat uns geholfen hier. Spring! Gut! Wir möchten heute Silvester mit Käsefondue feiern, vegan natürlich. Ja. Wir haben aber kein Stöfchen, ich glaube man nennt das so. Und deswegen müssen wir jetzt selber eins bauen. Dafür brauchen wir aber die Maße. Ich mach das augenscheinlich. Du machst gar nichts. Ja. Ach so, dann mach ich's nicht. Was ist das? Nein, 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 nein. Happy New Year!